Hallo, willkommen zurück zu Terraria. Juhu, da geht es wieder los mit dem schönen Spaß. Hallo, ist das eine Fledermaus? Bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Who's sailing? Du bist komisch, ne? Hallo. So, wir Piu, piu, haben euch wieder ein bisschen Zeit erspart mit piu, 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 Sammelrunden und Sammelsachen. Wir haben uns eine Rüstung gecraftet, den Bohrer und sowas. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, heute in dieser Folge, mitunter die Sachen zu finden, also die Himmelsinseln, dass wir vielleicht Glück haben und sogar Flügel dort finden. Und wenn nicht, dann halt nicht. Was können die Flügel denn Besseres als das, was wir können? Die Flügel lassen dich einfach höher fliegen. Du kannst mit denen gleiten. Oh, fuck. Was ist eigentlich, wenn ich mich Oh, ich hab aufhöre? meinen Trank. Into Ist Orbit abgehauen. freigeschaltet. Da ist eine Errungenschaft. Da fliegst du halt die ganze Zeit nach Ah, oben hier rum. sind Harpyien! The Ja, das fuck sind is auch. happening? Ja, hier oben sind andere Gegner. Also, Ach du die Scheiße. Flügel lassen dich gleiten. Du kannst mit denen ein bisschen länger fliegen, je nachdem. Und sind halt einfach eindeutig besser als die Raketenboots. Deswegen sind wir ein bisschen hier am Gucken. Wir können oben auch andere Sachen Ich habe eine finden. Harpy getötet. Gut. Die lassen manchmal Federn fallen. Oh, da ist auch einer bei mir. Oh, ich habe wieder einen Trank genommen. Wo ist hin? Ja, ich habe auch eben erstmal, anstatt Waffe einzusetzen, erstmal einen anderen Trank. Nochmal. La, la, la. Noch eine Harpy. Ich muss sagen, so zu fighten ist schon gar nicht mal so einfach. Ist Los, es auch meine nicht, aber es Zauber. ist halt lustig, entsprechend halt so zu fighten. Wenn wir jetzt, ich habe schon zwei Himmelsfesten vorhin gesehen und schon gelootet, es war nichts drinne, die eine war komplett leer, die Hier ist ein andere. Drache! Ah! Hilfe! Ja, der macht Aua. Also sei vorsichtig, bitte. Ich hab ihn fast tot! Ich hab nur keine Magie mehr! Scheiße! Und das hier ist eine Himmelsinsel. Haben Sie gefunden? Ich brauch! Stirb! Stirb! Komm her! Komm her! Nein, komm nicht her! Aua! Alter, Oh. epischer! Ja! Ich hab ihn getötet! Gut. Ein Glückshufeisen Er hat habe ich Seele des gefunden. Flugs! Ich habe Seele des Flugs! Das ist super. Die können wir auch brauchen. Die Seelen müssen wir auch dann mal sammeln. Aus dem einfachen Grund her, dass wir daraus Sachen machen können. Also auch für brauchen. Wie man bei mir auch im Inventar sieht, habe ich auch schon 6 Seelen der Nacht. Das entsteht halt, wenn man Sachen sammelt, Rohstoff und sowas. Dann kriegt man schnell mal die Seelen auch irgendwo zusammen. Die findet man meistens in den verseuchten Gebieten nachts halt, wenn man die Gegner dort umbringt. So, und das ist eine Himmelsinsel, die du siehst. Es ist halt eine Insel auf einer Wolke. Wow, und die ist im Himmel, wa? Und die ist im Himmel, ja. Ich habe Und da wo ist ein Ge Enel? Wo ist Enel? Mach Edel platt. ist Enel. Enel? Kennst du nicht den Gott Enel? Ach, boah, ja. Dragon Ball. Nein, One Piece! Dragon Ball! Dragon Ball. Ach nee, der hieß ja Gott. Der hieß ja nur Gott. Das ist einfach nur Gott. Stimmt, ja, ich. Ja, One Piece gucke ich nicht so, tut mir leid. Oh. Ja, ich schäme mich. Ich habe ein Glückshufeisen gefunden nochmal und das hebt Sturzschaden auf. Ganz gut. Willst du es haben? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie ein Hufeisen dazu führt, dass man weniger Sturzschaden hat. Ist so. Ist so. Ist magisches Ist halt. Hufeisen. Genau, Was ist kann halt das ein. halt? Das ist halt ein. Ja, das ist ein Hufeisen. Oder hast du schon mal Boots gesehen mit Raketenantrieb? Naja, aber sagen wir es mal so, das macht ja in seiner eigenen Welt noch Sinn. Aber wie musst du ein Hufeisen einsetzen, dass der Sturz weniger wehtut? Schmeißt du das auf den Boden und landest da drauf? Weil das tut eher mehr weh, möchte ich mal behaupten. Ist, die Frage ist auch, wie kann ein Magma-Stone Feuerangriff machen und das hast du einfach mal in der Tasche sitzen. Also Magma Stone würde bei mir durch die Tasche brennen und mich irgendwann Aua machen oder halt Ich auf würde den Boden sagen, eine fällen. sehr stabile Tasche. Finde mir mal eine Tasche, die das aushält.
Ich sitze auf einer Regenwolke, einer, die sieht aus wie ein kleines Schweinchen. Kannst du sogar abbauen. Da kriegst du Sachen. Wow! Da kriege ich Sachen. Bin ja nie drauf gekommen. Was du kriegst, weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. So, Ah! ja, weiter geht's, ne? Ja, wohin? Nach links. Hui! Aber woher nehmen und nicht stehlen? Weltall! Ja, falls ihr euch wundert, warum wir manchmal dreimal da sind, das hat einen ganz einfachen Grund. Ninja. Genau, es ist halt. Kakebunchi no Jutsu! Ich weiß nicht, ob es jetzt vom Schwert kommt oder Ja, vom. es kommt vom Schwert. Okay. Auch eine Insel, jawollo. Ist eine Regen. Oh, ganz viel Wasser. Ich glaube, hier gibt es keinen. Ah, Drache! Drache, erwache! Oh, damn references. Komm schon, komm her, komm her! Mushu! Ich möchte ja nicht behaupten, dass ich gleich tot bin, aber. Bist du? Au! Und da bin ich tot. Balle! Mach du den Rest. Mach ohne mich weiter. Hab ich. Sehr schön. Das hat ja nicht lange, das hat nicht lange gedauert. Ja, also so. Oh. Geil, Gold gewonnen. Immer wieder schön zu wissen. He-Man! Was? He-Man. Habe ich nicht auch irgendwo noch ein. Ah, siehst du. Ja, das Sterben geht hier aktuell ziemlich schnell, weil wir noch nicht die richtig geile Superrüstung besitzen. Wow! Was soll das? Jetzt bin ich gerade, ja, unsere ist halt mit Standarderzen. War mal so frei und hab mich zu dir her teleportiert. Mich schon gerade gewundert, Alter, was ist jetzt los? Yay! So, wieder eine Kiste, was haben Oh. wir? Ein Ballon. Oh, Luftballon. schön. Luftballon Genau. long. Long long di Lange, long lange, long lange. long. Ba, 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 ba. Was haben wir Feder! Ich hier? habe eine Feder! Silbermünze. Kann die Feder nicht aufnehmen? Warum kann ich die Feder nicht aufnehmen? Weil dein Inventar wahrscheinlich voll ist. So, du hast dich schon aufgenommen und es kommt gleich wieder Explosion. Nee, nee, du bewegst dich. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja, mein Inventar ist voll. Ah, okay. Ich habe Wasserblatt und was soll ich denn? Tagesblumensaat. Das kann ich doch alles wegschmeißen hier. Theoretisch, ja. Lieber. Warum Crim kriege ich Crimson die? Block? Crimstone Block? Oh. Hattest du den Trank nicht eingesetzt? Nein. Ich habe mich gerade gewundert. Warum falle ich und komme ich mir hoch? Hochziehen! Hochziehen! Ist schon wieder ohne mich abgehauen, das gibt's da gar nicht. Entschuldigung. Hui! Also, falls ihr euch wundert, warum wir so viele Tränke haben, ich habe mir ein paar aus meinem alten Spielstand geklaut. Ich war mal so frech. Ist echt frech. Ja, passiert halt. Oh, es regnet. Dass wir schon hier schießt irgendwer mit Laserstrahlen auf uns. Ich habe auch jetzt gedacht, so. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin ja froh, dass wir noch nicht den Mondboss beschwören können, weil sonst wären wir definitiv tot und der wird die ganze Zeit spawnen. Da würden komische Angriffe kommen. Die nicht lustig wären. Oh, ich bin schon am Ende angekommen. Ende der Welt. Also kann ich umdrehen? Und du möchtest, kannst du gerne umdrehen. Ich mach mich hier gemütlich.
Ja gut, dann haben wir die Himmels... die Himmelsfestung... Festung sei schon. Mein Gott. Walle. Mein Gott, Inseln. Walle. Mal abgesucht. Haben es aber auch nichts Tolles gefunden. Ich wusste aber... Oh, das ist ein Gegner. Bist nicht in der anderen Richtung noch, Ja, da gab es zwei Stück, aber die eine war komplett leer und ja, deswegen egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter in das verseuchte okay. Gebiet rein. Und wenn du immer wieder dein Laserschwert schwingst, solltest du Ja. automatisch die Licht machen. So gesehen brauchst du, also einfach linke Maustaste gedrückt halten und das Ding macht ja automatisch. Da braucht man keine Fackel, so kann man Wo auch bist mal. du, voilà, wo bist du reingegangen? Da irgendwo ist doch so ein Eingang. Ja, irgendwo ist so ein Eingang, ist gut. Ja, wir... Schon weiter? Das hier sieht aus wie ein. Naja, ich sag's jetzt mal lieber nicht. Mit Mund? Was? Ne, mit Nein. Penis. Das sieht echt aus wie ein Schwanz mit Fantasie. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wollte ich jetzt so nicht gesagt haben. Du gehst mal nach rechts. Ja. Da siehst du diesen komischen Berg. Und da musst du rein. Geronimo! Hast du einen Überblick, wie lange wir schon aufnehmen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber vielleicht sollten wir der Spannung halber hier eine Pause machen. Ja, die, die dann, wenn das so 10 Minuten ist oder so, das will ich auch nicht. Ich kann quasi. Kann ich das nachgucken? Nee. Ah, ich sehe nichts, ich bin blind. Hier ist doch so ein Herz, müssen wir das Herz nicht zerstören? Ja, warte, warte, ich will es mal erkunden, bevor wir hier irgendwas zerstören. Nicht, dass wir hier gleich den Boss holen und im Endeffekt haben wir nur 15 Minuten oder 10 Minuten oder sowas aufgenommen. Das möchte ich auch nicht. Glaub mir, man hat immer länger aufgenommen, als man meint. Stimmt, das stimmt. Okay, dann sage ich einfach mal so, wir beenden jetzt hier den Part und im nächsten Part werden wir versuchen, so tapfer wie wir auch sind und genau, so gut wie auch sind, ja. Weiß jetzt gerade nicht, hab ich jetzt die Gravitation richtig rum? Falle ich gleich noch runter? Guck mal, das ist richtig rum. Jetzt richtig rum, okay, alles klar. Gut, dann bin ich ja Okay, beruhigt. alles klar, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Terraria. Es war eine Wenn schön, es dass ihr wieder wieder heißt. zugeschaut habt. Genau, und komische Ausspackung. Bis später, bis zum nächsten Mal. Tschüss.